Bisschen Entspannung, sagst du? Ja, muss auch mal sein, ja, ne? Der Herr Alic hat uns hier schön was reserviert, ne? Für frühe Vogel fängt den Wurm, sonst kriegst du hier gar nichts mehr. Zum Glück war das so ein Landsmann von mir und der hat mir das hier so klar gemacht. Sonst keine weniger. Chance, ne? Keine Chance. Hier hast du ein bisschen Privatzimmer unter uns ein bisschen. Ja. Ist ganz schön, da oben ist voll Trubel, ist voll, ne? Kinder. Und also da oben ist der ganze Poolbereich mit den ganzen Liegen, seht ihr alles? Und hier hast du quasi so ein bisschen Privatsbereich. Kann man hier ins Meer, Emir? Da vorne, ne? Du kannst aber besser reinjumpen. Hier auch. Hier? Nicht da, da hinten. Da oder was? Ja, da kannst du reinspringen. Das ist ja geil, das machen wir gleich, oder? I believe I can fly. Und dann seid ihr hier an der Bucht von Dubrovnik. Richtig geiler Ausblick hier. Bisschen schön Planschi machen wir heute noch. Nehmen wir heute noch mal mit. Er ist schon wieder nach Hause geht. Ist ja, ging alles sehr schnell. Irgendwie kann man nicht richtig relaxen. Aber Schatzi hat nur 2 Wochen Urlaub. Was sollen wir machen? Müssen wir jetzt das Beste draus machen. Dann gehen wir heute Abend noch mal raus. Und dann schauen wir mal, was der Tag hier noch so bringt. Hallo! Hast du schon wieder eingeladen hier, wa? Ja, natürlich. Wenn schon, ne? Wir sind hier gerade tatsächlich in einem Restaurant von Edin Džeko. Ich denke, jeder kennt den Profifußballer. Und normalerweise ist das Restaurant hier ausgebucht 5 Tage im Voraum. Muss man hier reservieren. Aber der Emi hat sich nicht lumpen lassen. Wie hast du das denn gemacht wieder hier? Ich habe einen Kollegen, der wohnt hier und der kennt hier sehr viele. Ja, und ich habe hier von dem Manager die Nummer bekommen. Hab den angeschrieben, der meinte, komm, ich mache euch einen Tisch, klar. Ja. Dann soll man einen Tisch bekommen. Dann sind wir mal gespannt, ob das auch so gut schmeckt, wie es aussieht, ne? Ja. So, Mademoiselle hat einen Burger geordert. Oh, das sieht ja nicht gut aus. Boah, das sieht aber echt gut aus. Da muss ich aber probieren lassen, ne? Schatz, hast du einen Steak, ja. Und wir haben hier so ein Brisket mal bestellt. Genau. Emi und ich wollten mal was anderes. Ich wollte mal essen. Emi, Fazit? Hat gut geschmeckt, mal was anderes. Oder wir hätten Burger bestellen sollen. Der Burger sah so geil aus. Also der Burger, der hat mir echt, der ist mir im Auge irgendwie stehen geblieben, ne? Brutal, ne? Hammer. Ich habe einmal probiert, geisteskrank. 3 verschiedene Sorten vom Fleisch sind da drin, ne? Also nicht einfach so ein Burger-Patty. Der war schon echt wild. Fazit, ich hätte mir lieber einen Burger geholt, aber Mademoiselle hat mich gerettet, hat mir den letzten Rest von ihrem Burger gegeben. Somit alles gut. Hier noch Late Workout hier mit Frau im Rücken. Frau muss getragen werden, ne? So, gerade den Checkout gemacht, aber ich muss euch hier noch einmal die Lobby zeigen. Das ist echt ein feines Objekt hier. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einmal durchgeht, dann seht ihr einmal die Panorama-View vom Hotel und die hat es echt in sich, ne? Also wenn man dann so morgens früh wach wird, das ist dann schon diese etwas andere Aussicht. So, bevor es nach Hause geht, Madame Alic hat uns hier noch ein Beach gezeigt. Das heißt, das ist ja unsere letzte Destination und dann geht's später nach Hause. Da habe ich ja mal so gar keinen Bock drauf, auf die nach Hause fahren. So, mit der letzten wunderschönen Aussicht verabschieden wir uns nun aus Kroatien und damit auch von unserem Urlaub. Die Route ist wirklich ekelig. Der zeigt hier mal eben entspannte 17 Stunden 21 Minuten an 1700 Kilometer Ankunftszeit, 9 Uhr morgens am nächsten Tag. Absolute Hölle wirklich. Ja, wir haben uns jetzt tatsächlich dazu durchgerungen bzw. entschieden durchzufahren. Eigentlich wollten wir einen Stopp in Wien machen, dann am Wörthersee. Jetzt auf einmal wollen wir durchfahren. Bin mal selber gespannt, wo die ganze Reise hinführt. Einfach macht mal kurz der eine die Augen zu, wenn er müde ist. Das ist das Positive an 2 Fahrern. Dementsprechend demotiviert bin ich auch gerade, weil ich einfach gar keine Lust habe auf diese Fahrt. Urlaub auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber naja, was soll man machen? In diesem Video gibt es trotz alledem die absolute ultimative Kostenausstellung. Was kostet so ein Urlaub? Ich bin selber mal gespannt. Wir haben alle Positionen aufgeschrieben. Die werde ich euch dann gleich mal im Laufe des Videos vorrechnen und dann mal gucken, was summa summarum der ganze Urlaub gekostet hat. Ich bin sehr gespannt. Guckt euch das an, Freunde. Das ist ja nicht zu fassen. Wie geil sieht das bitte aus? So, das sieht hier sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, akzeptiert ihr Euro? Ja, perfekt. Weil sonst hätten wir nichts kaufen können. Sehr gut. Jetzt holen wir uns hier auf jeden Fall Saft. Der habt ihr hier, ne? Diese Blueberry, Raspberry, Pirsich, Mandarine. Alles frisch, ne? Ja. Orange. Das hört sich sehr gut an. Orange, Kirschen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Was kostet so eine Flasche? 40 Kuna eine Flasche. Wie viel Euro sind das ungefähr? 6. Diese Mandarine. Ja, Mandarine nehmen wir auch noch. Sehr gut. Ja, nehmen wir auch noch. Okay. Hast du scharfe Öl da? Ja. Scharfe Öl nehme ich auch bitte einmal. Kuna eine Flasche. Wie viel kostet Euro? 10 Euro. Probier mal hier den Mandarinsaft nochmal, weil der war gerade schon ein bisschen wässrig. Ich habe Angst. Schmeckt irgendwie wie auch so Verpackung. Meinst du, wir sind in Touristenfalle getappt oder was? Könnte schon sein, ne? Ich habe ihn ja eben auch gekostet. Und? Frisch würde ich jetzt mal behaupten, schmeckt ein bisschen anders. Naja, was sollen wir jetzt machen?
In so viele Touristenfallen sind wir noch nicht getippt diesen Urlaub, von daher könnten wir das noch verschmerzen. Das war jetzt das Öl, die beiden Flaschen waren jetzt 21 Euro, war natürlich vollkommen überteuert. Aber wenn ich mir was gönne, dann zahle ich ja doch immer gerne an so einem Stand. Die stehen hier den ganzen Tag, die machen da ihre Säfte oder was, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Ich gönne denen das irgendwie, weil das dann auch deren Job ist, weißt du? Wir könnten jetzt nochmal den Orangensaft probieren, gucken, ob der auch so schmeckt. So, jetzt kommt Orangensaft. Wenn der jetzt auch noch Saft schmeckt, dann wurden wir gut über den Tisch gezogen. Das ist original hier. Nimm, probier du mal und sag mir mal. Ja, das schmeckt total so, weiß ich nicht. Das schmeckt nicht wie frischer Orangensaft, ne? Nee. Naja, was? Absolut nicht. Was soll man machen? 18 Euro Gewinn hat uns gemacht. Egal. Also, okay, vergiss diese wunderschönen Stände am Straßenrand, die erfrischend aussehen mit dem Springbrunnen. Hat sie erledigt. Aber die Früchte sind frisch. Ja, keine gekauft. Freunde, richtig Alarm. Wir haben so Glück gehabt, hier einen Parkplatz zu kriegen. Wir sind hier schon rumgefahren, gar keine Chance gehabt. Und in Kroatien kriegst du Strafzettel, die kommen nach Deutschland. Das habe ich gelernt vom letzten Jahr Griechenland-Trip. Und dann ist hier auf einmal Platz frei geworden. Ein Vito ist auch noch rausgefahren. Nicht ein Smart, sondern ein Vito, Jack. Und jetzt sind wir hier bei La Pegla. Das haben wir schon wieder hier gefunden bei Google. Da sind wir von der Autobahn nochmal 20 Minuten runtergefahren. Jetzt setzen wir uns hier nochmal hin. Letztes Mal Restaurant, letztes Mal Fisch essen, bevor es nach Deutschland geht. Da isst man ja bekanntlicherweise nicht so oft Fisch. Deswegen machen wir hier einen Zwischenstopp, essen nochmal einen weg und fahren dann straight durch. Zadar sind wir jetzt. Das ist die letzte Ecke von Kroatien. Dann geht es gleich nach Slowenien. Und wir gönnen uns noch einmal ein letztes Mal frischen Fisch. Ein letztes. Guten Appetit. Google Maps hat gerade angezeigt, Stau vor dem Grenzübergang Kroatien, Slowenien. Und hat er gesagt, die Route ist hier 20 Minuten schneller. Ich weiß nicht, wo wir gerade langfahren. Es ist einfach nur Landstraße. Es ist so holprig. Das Fahrwerk tut mir so weh im Herz. Fahrt lieber durch den Stau, anstatt ihr das eurem Auto antut. Das kann nicht gut sein. Stop, Police hier. Guck mal, wir sind da. Mhm. Da kannst du jetzt einmal zeigen. Wir sind jetzt hier quasi. Das ist jetzt der Stau, wo wir jetzt sind, hier von der Grenzübergang Slowenien. Da haben wir jetzt den Grenzübergang gesehen, Slowenien. Und normalerweise wäre jetzt richtig Stau gewesen auf der Autobahn. Ich hoffe, das hat uns wenigstens Zeit reingespielt. Sind jetzt insgesamt noch 1124 Kilometer und 11,5 Stunden. Ich habe 2 Wochen lang nicht die Scheibenwischer benutzt. Ne? Kaum fahren wir Richtung Österreich. Zack, Einsatz. Wir tanken jetzt nochmal voll. Wir sind hier noch in Slowenien. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil der Tank jetzt gerade fast leer ist. Auf jeden Fall hier nochmal voll zu tanken. Denn wie ihr sehen könnt, Dieselpreis in Slowenien an der Raststätte. An der Raststätte 1,93. Deswegen mache ich hier schön die Hütte nochmal voll. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Wenn ich 6000 Kilometer gerissen habe und jetzt hier wieder seit 10, 11 Stunden unterwegs bin, da fahre ich nicht nachts in irgendein Dorf, um da irgendwie 20 Cent zu sparen oder so. Da habe ich gar keine Böcke drauf. Ich will einfach nur nach Hause. Ich bin fix und fertig. Aber das ist auf jeden Fall fast unser letzter Tankstopp. Mit der Tankfüllung können wir jetzt auf jeden Fall die Kostenaufstellung des Urlaubs vervollständigen. Also es wird spannend. Ich lasse gleich Mademoiselle nochmal fahren, hau mich dann eine Runde hin und dann, wenn ich wach bin, dann machen wir die Kostenaufstellung. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten uns schlafen gelegt gegen 3 Uhr. Jetzt haben wir 7 Uhr. Das war einfach bitter nötig. Ich war fertig. Irgendwie gesagt, Frau Pfammer. Da war gar keiner zu Hause. Ja, und so ein paar Sachen haben sich verändert, ne? Der erste Regen wieder nach 2 Wochen. Und, man mag es kaum glauben, zum ersten Mal ist die Heizung wieder. So, Freunde, wir starten den Kostencheck. Es ist ja nicht zu fassen. Wie viel hat alles insgesamt gekostet? Wir haben alles diesmal detailliert aufgeschrieben, alles gesammelt, jede Rechnung, alles, was du dir vorstellen kannst. Und somit wirst du am Ende wissen, ob sich so ein Roadtrip für dich lohnt, ob du darauf Lust hast und ob es auch realisieren kann. Ich habe schon meine ganzen Tankstops alle zusammengerechnet. Insgesamt waren wir 8-mal tanken und kamen somit auf eine komplette Summe für Diesel von 1035 Euro. Sind 35 Euro hat die ganze Tankgeschichte Diesel gekostet. Beim letzten Jahr waren es ja beim Audi RS6 1500 bis 1600. Da darf man nicht außer Acht lassen, dass das Ganze da ein bisschen niedriger war. Da war der damalige Benzinpreis wahrscheinlich so, wie heute der Diesel steht. Also spart man da doch schon gut Geld, wenn man mit Diesel fährt. Des Weiteren kommen wir zum nächsten Kostenfaktor-Check, den man auch nicht außer Acht lassen darf. Sind immer so 2 Euro, 3 Euro mal 10 Euro. Summiert sich aber ganz schön, sind die Mautkosten. Die haben wir diesmal auch alle komplett aufgeschrieben. Sind wir bei 158 Euro. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Das sind natürlich die Unterkünfte. Unterkünften kommen wir jetzt auf 1560 Euro. Das ist natürlich von uns ein bisschen Vorteil, weil wir dann eine Unterkunft haben in Griechenland, wo wir nichts zahlen müssen. Da haben wir natürlich ein paar Tage Geld gespart.
Einmal haben wir uns das richtig gut gehen lassen. Ein Hotel war ein bisschen teurer. Das hat dann wieder ein bisschen rausgehauen. Und eine Nacht haben wir im Auto gepennt, da haben wir auch wieder ein bisschen gespart. Ist eine Mischkalkulation. Kann man sehen, wie man will. Aber 1560 Euro ist schon ein vernünftiger Richtwert auf jeden Fall. Ihr seht also, es wird schon, ne? Es wird schon ein bisschen teurer. Der nächstgrößte Punkt ist natürlich Essen. Ja? Essen, Trinken, das kommt alles dazu. Ist unabdingbar, müssen wir alle. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du schätzt. Essen. Was haben wir für Essen ausgegeben? Wir haben bis jetzt für Tanken ausgegeben 1035 Euro. 160 Euro für Maut und 1560 für Hotels. Was haben wir für Essen ausgegeben? Nochmal ein Taui. 1280 Euro. 1280 Euro für Essen, Freunde. Ist auch wieder eine Mischkalkulation. Erst haben wir zum Beispiel, Frau habe ich eingeladen, lecker essen. Bunja habe ich eingeladen, lecker essen. Dann wurden wir von Emi eingeladen, lecker essen. Aber wenn man diesen Richtwert nimmt, geht es einem schon gut im Urlaub. Dann kann man gut essen und man muss auf nichts verzichten und man hat ein paar Leckereien dabei. Ja, da sind wir, Freunde. Das waren die wichtigsten Kosten. So Kleinigkeiten wie mal gegen Boxautomaten hauen oder was weiß ich nicht was. Das haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Es geht darum, Essen, Trinken, Hotel, Maut, Sprit oder Diesel, darum geht es ja. Das sind die Hauptkosten und daran habt ihr einen Richtwert, an den ihr euch halten könnt, ob ihr das irgendwie realisieren könnt oder nicht. Also komplett kommen wir somit in 2 Wochen Urlaub auf einen kompletten Roadtrip. Ihr dürft nicht vergessen, was wir alles gemacht haben. Wir sind komplett runtergefahren Griechenland, einmal Griechenland komplett rum und die ganze Westküste wieder hoch. Und ihr kommt somit auf eine Gesamtsumme von 4035 Euro. Summa summarum finde ich es wirklich in Ordnung. Haben alles richtig gemacht, glaube ich. Haben sehr, sehr viel gesehen. War ein bisschen stressig, klar. Eigentlich bräuchte man 4 Wochen bei der ganzen Fahrerei, weil man so viel am Fahren ist. Das ist echt, da wirst du bescheuert im Kopf. Aber summa summarum fand ich halt alles ganz in Ordnung. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch gefallen, wie immer. War mal wieder, finde ich, ein legendärer Roadtrip nach Griechenland. Der obligatorische einmal im Jahr. Lasst mir gerne euer Resümee in Form eines Kommentars da. Hat euch das Ganze gefallen? Gerne auch einen Daumen nach oben da. Und vielleicht gibt es ja sogar den nächsten Roadtrip dieses Jahr noch. Wer weiß, dazu ein Abo da lassen, dann verpasst ihr es ja nicht. Alles Gute, Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.